Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir möchten heute an den Chips bauen, dass wir vielleicht eine Chance haben, schneller und einfacher an die Circuits zu kommen. Und dafür brauchen wir den Laser Engraver. Den haben wir schon beim letzten Mal gebaut. Und jetzt sagt uns die Quest, wir brauchen ILC, also Integrated Logic Circuit, ILC und RAM. Random Access Memory. So, um den herzustellen, brauchen wir eine Ignis Lens oder eine Jasper Lens oder eine Fluspo Lens oder eine Red Garnet Lens, Red Zirconic oder eine Ruby Lens. So, muss ich mal gucken. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich genügend Ruby da habe. Also claim ich mir eine Ruby Lens. Hab den da oben jetzt draufgekleilt. Ja, ich bin erst. Ich hab gar nicht gewusst, dass das geht. Wie es aussieht, geht's. Sehr schön. Wieder weg. Danke. Du sollst die reinpacken. In die Maschine. Nicht auf die Maschine packen. Das hat mich falsch verstanden. So, okay. Das ist schon mal die eine. Und mit meinem Glück brauche ich jetzt noch eine Diamond oder eine andere für die zweite. Und die habe ich dann natürlich nicht. So, und das andere ist Chromo, Vanjo, Green Saphir. Okay, Green Saphir. Die habe ich aber auch definitiv nicht. Okay. Oder? Emerald? Green Saphir. So, das heißt, ich muss mit einer. Brauche eine Green Saphir Lens, um eine Green Saphir zu machen. Ist klar. Okay. So, das heißt, wir müssen jetzt in den Twilight. Denn ich brauche. Außer ich habe vielleicht was da. Nein, ich habe leider nichts da. Wir brauchen grünen Saphir. So, dann heißt es jetzt. Müssen wir mal schnell eine Doppelkiste machen. Ja, super. Eine Dreifachkiste. Die Doppelkiste zum Reinschmeißen. Dass wir mal das ganze Graffel draußen haben. Dass wir jetzt das dann gleich alles machen können im Twilight drüben. Vielleicht habe ich auch genügend schon am Start. Ich habe noch nicht alles weggeräumt. So, Set Techniken. Den lasse ich auf jeden Fall da. Und wir gehen zum Portal. Apropos Portal und apropos Zeug. Also ich habe rausgefunden, es liegt am Infernal-Mob Mod. Und da gibt es Vengeance, das heißt also sozusagen Rache. Also er rächt sich, dass ich ihn erschossen habe. Ja, jetzt habe ich mich gerecht. Ich habe das nämlich einfach ausgemacht. Ja. Weil ich finde, also die meisten anderen Sachen sind zwar auch ein bisschen idiotisch, aber es ist ein Spiel. Alles gut. Kann man mitmachen. Garnerit, Kobalit, Bandit, bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt ausgemacht und ich bin glücklich. Warum das der überhaupt drin ist, ja. Muss Dream wissen. Und dass ich mich immer so nah ranstelle an die Viecher, dass ich erkenne, ja, nee. Weil, wie gesagt, dann spiele ich noch defensiver. Und dann macht es keinen Spaß mehr. Also für euch auf jeden Fall nicht. Mir ist es wurscht. Wie gesagt, ich sehe es ja dann leider, wenn bei uns, irgendwann interessiert sich keiner mehr, wenn man stirbt. Und das ist halt, nicht das, was es sein sollte. So, habe ich da noch irgendwo was?
So, ich brauche ja Green Sapphire. Green Sapphire ist ja hier in dem Ort drin. Und da gibt es Almandin, Pyrup, Sapphire und Green Sapphire. Infused, Editio, Aqua, Alamandin hat gewonnen. Dann den da rein. Den da ändern. So, Cinnabar kommt raus. Alamandin kommt rein. Ach, ein Eichhörnchen ist da hinten. Yeah. Wir laufen mal F9 mäßig wieder rum. Was ein Ortschank. Ich bin gerade wo? Ich bin gerade hier. Gut. Dann laufen wir mal in die Richtung. Wir haben ja Glück. Wir finden schnell was. Dass es weitergeht. Oder wir finden nichts. Geht's auch weiter. Und nur mit halt nichts. Das Lustige umherwandern, um Erze zu finden. Ich glaube zwar, dass es schon im MV was Besseres gibt. Schon mal gesagt, dass ich das liebe. Wenn lauter Höhen sind. Was du kannst, kann ich auch. Ich muss keine Angst mehr haben, dass mich das Ding gleich erschießt. Hoffe ich. Hey! Ich habe keinen eingeladen. Au! Hast du auf zu qualmen? Ah, ich habe mich hier wegen ins Feuer gestellt. Ich weiß, jetzt kann ich wieder blöd daherreden. So, wir machen erstmal hier ein bisschen ausfackeln. Wie gesagt, sowas finde ich hier noch witzig. Green Sapphire. So, dann hätte ich gesagt, bauen wir mal welche ab. Die Frage nur, wie viele? Haben wir gesagt, 16 Stück. Ist das eine Zahl? 16? Zufrieden? Ja? Nein? Weiß nicht. Uah. Aua. Wo kamst du her? Kleiner Brennmeister. Ach, von da oben. Okay. So.
Habe ich jetzt alles endlich ausgeleuchtet? Geht mir keiner mehr auf den Keks. Warte, Tanda. Ich habe Gott sei Dank die ganze Zeit nicht schon welche erschossen. Sehen wie es aussieht, nicht. So, und ich tue jetzt mal den da rein, bevor ich einen Knall kriege. So, da haben wir noch einen. Oh, ich schätze mal, ich werde gleich bei Kumpel stehen. Ist egal, ich muss schauen, dass wir da weiterkommen. Nervig. Ich muss ja die auch noch. Hups, hier ist ein bisschen dunkel. Was zum Essen dabei? Ja. Daher, hallo. Also diese Spinne, diese eine Spinne da, glaube ich, die gibt es immer noch. Aber wenn du drauf schießt, bist du tot. Aber das ist ja mal was, wo ich sage, okay. Mir geht ja nur das auf den Arsch, dass du nicht weißt, auf was du ballerst. Wo, wenn Gans drin ist. Wie gesagt, für was habe ich eine Fernkampfwaffe, wenn ich sie nicht benutzen darf? So, also, wir haben 16 haben wir gesagt. 13 haben wir. 14, 15 und 16. So. Mir geht Teleport, Portal und nach Hause. Bei 16 werde ich nochmal verdoppelt auf 2. Ja. Und zack. Und das wird dann noch ein Sifter gejagt. Also schauen wir mal, ob wir Glück haben. Weil, wie gesagt, kann ja passieren, dass wir das auch gar nicht rauskriegen, was wir brauchen. So, das sind jetzt 16 Stück. Eine Pile. Irgendwas. Stimmt, ich muss ja die auch noch waschen. Ja. Dauert ein bisschen. Sehr schön. Lassen wir mal gleich beide arbeiten. Jetzt habe ich dann da drin oder so. Weiß ich nicht wieder. Wie lange brauchst du? Ja, okay, du brauchst immer 25 Sekunden, bis ich mal da drüben endlich mal was angeschmissen habe. Dann brauche ich nämlich nur noch 15 Sekunden. Ja. Da wollen wir hin. Ganz dringend wollen wir da hin. So, Sapphire, Sapphire, Green Sapphire vor allem. Gut, dann läufst du. So, und dafür brauchen wir ja, um diese Integrated Logic Circuits zu machen, ne, brauche ich jetzt einen Wafer. Nehmen wir jetzt mal gleich 2 mit. Wisst ihr noch, Silikon und das Gedönse da. So, du kommst da mal rein. Und Abdeloc. Der braucht jetzt 60 Sekunden. Ein bisschen Strom. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen ist wirklich gut. Ich hoffe, dass die halbe Batterie reicht. So, Hydrogenzellen haben wir mal wieder. Und ich muss unbedingt anfangen, mir den Tank, mein Ölturm zu bauen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall heute noch schaffen. So, 100.000 EU sind schon mal weg. So, und wenn ich den zweiten baue. Wie gesagt, das ist ja
Green Sapphire. Er braucht auch nochmal 144.000. Sehr schön. Und wir haben den ersten. Den zweiten legen wir mal rein. Wie gesagt, der kommt später. Ja, dann habe ich jetzt dann hier schon mal Lubricant drin und Integrated Circuit Logic haben wir da. Und den schmeißen wir jetzt da rein und dann fängt der Sägen an. Er braucht auch ein bisschen viel Strom. Wahnsinn, wie schnell ist das weghüpft. Ja, darum müssen wir jetzt schauen, dass wir alles mal fertig kriegen hier. So. Schlimme ist nur, in der ersten Runde war schon mal nichts dabei, was wir brauchen. So, muss mal hoffen. Ja, vor allem brauchst du eine Green Lens. Wenn eine Emerald Lens gehen geht, um eine Green Saphir Lens zu kriegen, das wäre natürlich super. Ja, aber ich brauche halt Oxydravit Lens oder ich brauche eine Green Saphir Lens. Oder eine Aluminium Povondarit Lens. Glückwunsch. Da. Aber leider immer noch nicht dabei. So, genau. Und wenn ich jetzt die habe, da habe ich jetzt 8 Stück von denen da. Oh, super. Na, und jetzt, wenn man da mal drauf geht. Usage. Kann man die halt im Assembler verwenden, um Integrated Logic Circuits zu bauen. Und ich habe diese blöden kleinen Dinger da weg und kann die da benutzen. Ja, wobei, nein, SMDs kann ich noch nicht herstellen. Brauche ich dann immer noch Resistoren? Das wäre natürlich nicht hübsch. Was brauche ich denn für SMD-Resistoren? Carbon Dust und Fine Electrum Wire. In einem MV-Assembler. Hammer da. Also das heißt, die SMD-Resistoren könnten wir auch bauen. Fein Electrum Wire und Carbon Dust. Na, schauen wir mal. 1, 2, 3, 4. Carbon, Carbon, Carbon. Du bist Carbon, ne? Nein, du bist Silikon. Du bist Carbon. Haben wir 8 Elektrum-Wire. Dafür brauche ich bestimmt Poly, ne? Schauen wir mal. SMD. Molten Polyethylen. 2 Stück. Also nehmen wir mal 8 Stück mit. Da, man testet doch immer mit 8 Stück, nicht mit einem. Einer wäre ja langweilig. Carbon rein. Weiß gar nicht, vielleicht muss ich den dann sogar herstellen, aber ist mir egal. 20. Ist auf jeden Fall durch 4 teilbar. Eines 5, ich weiß. So, jetzt haben wir hier 8. Und hier 8. Und der ist auch fertig. Ja. So, das heißt, die restlichen 40, das wäre dann sozusagen der Notnagel, wenn die jetzt nicht ausreichen. Ja, wobei, Moment, ich bin ja.
Bin ich geschubst oder so? Ich glaube. Man kann es natürlich auch kompliziert machen. Ich glaube, ich hoffe nur, dass ich kein HV brauche. LV, glaube ich, MV, glaube ich, reicht. Machen wir es halt so. Vielleicht habe ich sogar da welche da. Block of Greens, Sephirite oder Sapphire. Dann dahin, ab in die Cutting. Nummer 9. Und die 9 muss ich jetzt in eine Lathe schmeißen. Ha, wenn es jetzt aber blöd läuft, kann es sein, dass ich eine andere Lathe brauche. Ja, ich brauche die MV-Lace. Also, machen wir erstmal den Versuch. Vielleicht kriegen wir eine, weil dann glaube ich, brauche ich keine MV. Dann reicht mir, glaube ich, eine LV aus. Aber ich kann ja schon mal alles vorbereiten, eventuell, falls es nicht reichen sollte. Das kommt da rein. Da rein. Da rein. Da rein. So, die Lathe. Lathe 2.0. Brauche ich einen Flawless Diamond. Okay, das ist das wenigste Problem. Hammer. Dann brauchen wir Pisten. So zwei Motoren. Zwei gut. Circuits. Irgendwann wird es ein Problem, das weiß ich. Weil wenn ich so weiter mit den Circuits rumhaue, dann habe ich bald keine mehr. Und ich brauche ja eventuell noch mal eine Maschine. Aber das ist so, gucke ich jetzt ein, dass ich das so brauche. So, die zwei Good Electronic Circuits sind fertig. Dann gib mir die da, dann kommst du da rein. Wir warten ab, du kommst da rein. Wir machen mal Item Dingsbums aus. Dann brauche ich nicht immer die Kiste lang. So. Dann war das das und das war das. So, was brauche ich noch? Ich brauche noch mal genau. Ich brauche dann noch drei Kabel. Eins, zwei, drei. Und ich brauche noch dich. So, das heißt, ich brauche jetzt noch einen Motor und einen Piston. Das heißt, ich brauche zwei Motoren. Da rein. Und der ist fast leer. Das heißt, wir machen da mal Batteriewechsel. Es wird auch irgendwann total schön, ne, wenn man dann irgendwann nur noch ja auf die Maschine klicken muss und nicht noch auch noch Batteriemeister spielen muss. So, dann nehme ich davon auch gleich wieder vier mit, weil ich glaube, mir reichen die nicht. Und Kupronickelkabel brauche ich definitiv auch noch. Das habe ich noch im Kopf. So, 32 Stück. Auch aber, glaube ich, nur doppelte. Mal wieder Graffel einstecken. So, haben wir das. Das kann ich auch schon da lassen. Das kann ich schon mal da lassen. Dann kann ich meine Platten mitnehmen. Und mein Steel Rod. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. So, das und das. Dann brauche ich davon auf jeden Fall auch noch.
Tun wir mal 4 rein. Brauche sowieso 2 Motoren. Dann brauche ich den Pisten. Oh. Ich habe dann den Motor vergessen. Und ich nur. Ja. Muss das doch hier nur haben. Okay. Dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Du kommst dahin, dahin, dahin. Advanced Lathe. Hammer. Mein MV-Park hier hinten mit Batterien gefüttert wird immer größer statt kleiner. Ja, aber ich kann dann irgendwann drüben, wie gesagt, wirklich die Dinge austauschen. Aber ich sollte halt mehr Aluminium dann auch herstellen können. Darum sollte ich ja auch andere Sachen noch machen. So, du bist fertig. Das heißt, ich kann dich da mal reinknallen. So, Delays. Das heißt, ich brauche jetzt bitte meine Platte. Ich wette, wenn ich dann fertig bin mit allem, habe ich den, wo ich bräuchte. Okay, alles klar. Glaube, ich brauche den Exquisiten, ne? Um die. Ja. Bin ich ja noch. Ja. Meilenweit weg. Aber vielleicht schaffen wir es. Hätten wir vielleicht nochmal einen. Und wenn nicht, haben wir jetzt Delays. Wir können es ja jetzt herstellen. Ist ja kein Ding. Jetzt sind wir noch nicht fertig. Aber die Batterie ist halb leer. Das ist das einzig Traurige. Verbraucht Strom wie Sau. So, hallo. Und du da. So, und dann kommst du jetzt da rein. Und dann ist die Batterie auch fast leer. Wenn der durch ist. Ich hoffe nur, dass der noch voll lädt, falls ich doch tauschen muss. Dass es wenigstens was bringt. Achso, ich wollte doch mal gucken. Jawohl, wir haben 64 SMD-Resistoren. Ja. Das heißt, wir machen jetzt mal Circuits 2.0. So, das heißt nämlich, die Dinger da können mir bald gestohlen bleiben. So, wir müssen nur noch warten, bis der da drüben fertig ist. Er ist fertig. Er hat einmal einen Random Memory Blabla. Und jetzt auch durch die Cutting. Der ist jetzt bei 104. Der ist immer noch nicht durch. Ich merke halt langsam, dass wir in einen Bereich kommen, wo der Strom etwas schneller verschwindet, als wir ihn herstellen können. Ja, dann wird es jetzt dann auch Zeit, dass wir jetzt dann mal langsam aber sicher auf jeden Fall vielleicht stelle ich nochmal einen zweiten Kompressor her, dass der mir die ganze Zeit Nitrogengas produziert, weil das Zeug brauche ich wie Sand am Meer mittlerweile, weil sonst komme ich an kein Alu ran. So. Hast du es bald geschafft? Jawohl, hast du. So, von dem habe ich schon mal 32 bekommen. Statt 8.
Das ist doch schon mal schön, ne? So, jetzt haben wir angry graded. Ja, jetzt will er natürlich 32 Dioden. Ich frage mich ab und zu, warum. Also Integrated Logic Circuit. Die wir mal herstellen. Also die kann ich herstellen mit Circuit Board. Integrated Logic Circuit. SMD-Resistor. Diode. Fine Copper und Tin Bolt. Ah, okay. Also Dioden baue ich auch noch. Dioden werden Molten Polyethylen. Also das Molten Polyethylen wird jetzt langsam auch Zeit, dass ich das auch im Dutzend billiger herstelle. So, Unrelated Copper Wire. War das jetzt das Feine? Ja. Gott sei Dank. Okay. Weil das heißt, wir brauchen jetzt dann einen Dioden. Und zwar, glaube ich, dann die da in 8. Und das Schöne ist halt, ne, nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, wenn man den Wafer sozusagen reinschmeißt, bekommt man jetzt mit einem Fine Unrelated Copper Cable, ich glaube 4. Richtig. Jetzt werden einige sagen, was? Du kannst doch aber auch so 6 oder ja genau, so 6 herstellen. Ja, wenn ich jetzt aber ein Gallium Arsenid das nehme und in den sozusagen in den Blast Furnace werfe mit 32 Silikon, bekomme ich einen monokristallinen Silikon Ball raus. Und diesen kristallinen Ball kann ich durch die Cutting Machine schmeißen und kriege 4, 16 raus. So, und 16 mal 4 sind 64 Stück. Also ich habe 64 gegenüber 6. Da weiß jeder, wer gewonnen hat, ne? So, Fine Copper Wire. Das haben wir noch nicht. Dann lassen wir da auch mal gleich 16 Stück durchlaufen. Weil da wollen wir hin. Aber ich brauche. Ja, er hat noch diese blöden Resistoren drin. Naja, die, wo ich eigentlich auch nicht mehr wollte. Habe ich da noch was da? Das ist Bronze. Analyt Copper. Auch mal 48 Stück. Müssen ja auch gleich durch. So. 29 habe ich noch. Ist dann egal. So, ich gehe mir den Schreihals da draußen beseitigen. Beziehungsweise nein. Wir können ja mal versuchen, ob wir den jetzt mit der Fiole fangen können. Wenn er nicht bis dahin verreckt ist. Hey du. Hallo. Hey. Ich spreche mit dir. Das ist ein. Machen wir das Ringelpilz mal anfassen oder was? Wollte ich testen. Wir haben jetzt einen Fall Knight mit Hals 22 da drin. Das nicht schön? So. Jetzt ist er weg.
Also das heißt, ein Enderman, wenn hier rumsteht, der kommt da rein, dass er da reinkommt. Okay, so. Wir haben 32 Dioden. Die haben wir. Auch jetzt Integrated Logic Circuits. Ja, sehr schön. Das heißt, dich muss ich gleich nochmal drüben reinschmeißen. Hoffe, dass ich die Batterie schon geladen habe. So, wir wechseln den Ding durch. Danke. Bist auch fast leer. Na ja, mach mal ein wenig laden. Wir laden ein bisschen. Okay, und? Wir hätten einen exquisiten bekommen. Aber ist ja egal. Jetzt haben wir eine Lathe. Ist ja nicht schlecht, dass wir jetzt eine Lathe haben. Wie gesagt, was ein bisschen nervig ist, dass ich halt die Resistoren noch so bauen muss, obwohl ich sie schon anders herstellen kann. Aber wenn es die Quest sagt, dann sagt die Quest, dann machen wir das halt auch so. Ja, ist ja nicht so, dass wir keinen Kleber haben, ne? Dann heißt es jetzt Coal Dust. Rechts ein Stück rein. Du kommst raus. Auch raus. So, unrelated Copper Cable kommt auch rein. Und du musst mal kurz aufhören, weil wir brauchen das da. Muss wieder rüber, weil jetzt müsst ihr durch sein. Jetzt muss es gleich wieder durch die Cutting hauen. Frage mich gerade in real, wie groß das die eigentlich so in real wären. Teller groß? Hand groß, Fingernagel groß und dann in die Säge. Muss aber eine sehr präzise Säge sein. Meinst, ich kann mit dir nur lästern. Oh, lass mal laufen. Müssten da, glaube ich, 8 rauskommen. Müsste auch reichen. So, also die Dioden habe ich. Komm rein. Die Circuit Boards? Ha, habe ich noch. Komm auch rein. Die Fine Copper Wire? Habe ich noch nicht. Komm, wenn der durch ist. Muss ich hoffen, dass da 32 rauskommen, weil sonst brauche ich noch mehr von dem blöden Kabel. Haben wir auch. Einschmeißen. Du kommst mal raus. Sicherheitshalber. Und die SMD kommen auch raus, weil die brauche ich leider nicht. Kann auch sein, dass ich mich auch, dass ich da vielleicht den größeren brauche. Ich brauche noch Tin Bolts. Die kriegen wir hin, glaube ich. Du kommst mal.
rein. So. 8. Wo habe ich jetzt den anderen hin? Schon reingeschmissen oder was? Ach, die habe ich gerade bestimmt raus, ne? Weil ich ja Platz brauchte. Ist klar. Top. Ich bin so gut. Die 16. So, Fine Copper Wire und Tin Bolt. Darüber. So, Tin Bolt haben wir auch. So, passt. So, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Ja, ein fein Copper Wire. Aber irgendwas muss dafür weg. Ah, genau, die Vacuum Cubes, die brauche ich nicht. Die brauche ich dann nicht mehr. Das wäre super. Aber wie viel brauche ich davon? 32. Müssen wir noch kurz warten. Dumm. Das heißt, ich baue jetzt dann gleich 2, nee, 16. 16 Integrated Logic Circuits baue ich so. Aber, no, ist auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht, ist es günstiger? Auf jeden Fall, ja, Circuit Boards sind gleich, Integrated Logic Circuits, ja, habt ihr gesehen, es sind einfach nur zwei Dinge. Die Resistoren, wenn ich die dann auch noch wegkriege. Kann man gleich sehen, ob ich sie wegkriege. So, wir haben sie. Rein. Sozusagen, wenn dann diese anderen Chipsätze funktionieren. Dann haben wir da, hätten wir da halt auch eine gute Erleichterung. Eine super Erleichterung, vor allem, ich habe mich so erleichtert, ich weiß nicht mal, wo ich sie hin habe. Pisten. Ach, da. So, wir schauen nochmal SMD-Resistoren. Ne, 16 EU. Ne, das sind ja auch MV. Die waren bestimmt näher dran, als wenn ich in die andere Richtung gegangen wäre. Integrated Logic, genau. So. SMD, SMD. Das sind halt die und die. Achso, das ist Gallium Arsenid. Und Polyethylen. Okay, aber richtig viel. Ja, aber das geht halt auch mit. Genau. Also wie gesagt, man hätte dieses andere Graffel nicht mehr gebraucht. Also diese komischen Teile da. Die hätte man nämlich auch mit SMD-Resistoren austauschen können. Und die nächsten 9 Ingots weg. Oder 8. Wahnsinn. Das Zeug geht weg wie warme Semmeln. So, in der Zeit kann ich den mal da reinschmeißen. Weil ich dann noch Kabel brauche. Weil dann kann der nämlich auch durchlaufen. Weil wenn ich dann genügend habe, kann ich meinen ja, Refined Glue wieder rausziehen. Aber den lasse ich natürlich jetzt durchlaufen. Das ist mir klar, ne?
So, wie weit sind wir? Wir haben 13. Also wie gesagt, das da kommt weg. Das wird dann der da. Und das habt ihr auch gesehen. Also das waren ein bisschen Elektrum-Wire und Carbon. Also nichts Weltbewegendes mehr, ne? So, wir haben 16 von dem. Ja, die Quest completed. So. Und dasselbe kann man jetzt auch sozusagen mit den mit Silber machen. Auch Dioden. Und so gut Circuits herstellen. 8 Stück. Ja, das sind jetzt sozusagen die nächsten einfacheren Circuits. Und wie gesagt, man muss dann keine Glastubes mehr so herstellen und so weiter und so fort. Ich werde die natürlich die restlichen noch aufbrauchen. Ist irgendwie logisch, weil außer ich kann es irgendwo gebrauchen. Alles ULV. Programmed BioCircuit, okay. Basic Circuit Boards, das, ja. Kann man nur im, nein, die kann ich auch hier herstellen. Und auch anders, okay, alles klar. Nee, dann kann ich die auf jeden Fall auch aufbrauchen. Aber wir haben jetzt schon mal wieder 22 Circuits. Und ich brauche. Ja, und ich könnte jetzt halt weiterverarbeiten zu Good Integrated Circuits. Was klar ist. Was ich vielleicht auch. Nee, oder? Weiß ich noch nicht. Machen wir beim nächsten Mal. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde die verbrauchen, um die Sachen herzustellen, die wo wir dringend brauchen für die Raffinerie. Und vor allem, ja, ich habe schon wieder verbummelt, den Ölturm aufzubauen. Das werden wir definitiv beim nächsten Mal machen müssen, weil sonst haben wir ein kleines Stromproblem demnächst. Und das wollen wir nicht. Ne? Nee, nee. Gut. Dann, ja. Hätte ich gesagt, wünsche ich euch noch viel Spaß mit weiteren Videos von mir und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.